Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Und wir kommen zum Hardware-Check der Aleppo Android TV Box. Die wollen wir uns jetzt mal genauer angucken. Welchen Stromkabel hätten jetzt gezogen? Ja, ich habe hier auch, das ist nämlich die PlayStation Steckerleiste. Achso, das ist, achso, genau. Dann können wir das erstmal rausziehen. So. Ich bin mal gespannt, wie die Box auch starten wird. Ich nehme jetzt einfach mal auch den HDMI, den ich jetzt für Kodiana nehme. Und dann werden wir die mal unter Strom setzen. So. Also es leuchtet schon mal blau. Mein TV erkennt an, dass es neue Gerät ist. Gerät wird erkannt. Also der hat jetzt nichts mit der Box an sich zu tun, das ist jetzt mein TV, der sagt, ey, vielleicht kenne ich das ja und vielleicht kannst du das Gerät ja mit deiner Smart TV Fernbedienung, Smart Remote hier bedienen, kann ich nicht. Oh, das sieht cool aus mit dem Rot. So. Jetzt müssen wir halt einstellen, wir sind natürlich German. Oh, das geht ganz flott. Also die Tasten funktionieren schon mal. Ach so. Habe ich jetzt keinen Bock, das Passwort einzugeben. Oh, das passt ja. Doch, passt. So. Dann können wir das nämlich hier komplett weglassen, weil ich habe ja per Dings gemacht. Können wir springen. Google. Ja, die neuen Nutzungsbedingungen habe ich gestern ohne E-Mail gekriegt. So, ja. Erneut. Fertigstellen. Also das sieht schon mal so vom ersten Augenblick viel besser aus als einige andere Android-TV-Boxen, die ich im Test hatte. Am Anfang mit dem Google gleich und so. Auch die Tastenkombination, also die Tasten von der Fernbedienung funktionieren hier recht gut. Ah, das ist so, das ist ein bisschen aufgebaut wie beim Samsung-TV mit der Menüleiste hier. Was haben wir denn hier? YouTube Kids, File-Browser. Ah, den kenne ich von meinem Android-Receiver, den Movie-Player. MX-Player kenne ich auch. Was ist denn das? R-Pin. Aha, okay. iTunes. Okay. Da wollen wir wieder raus. Google Play, Google Store. Da musste ich jetzt rein theoretisch mein Passwort eingeben. Anmelden. Mache ich jetzt mal so, dass ihr das nicht seht. Muss da. Also mit der Fernbedienung kann ich euch sagen, das funktioniert recht geschmeidig hier. Ah, fuck, das habe ich halt falsch gemacht. Falsche Buchstabe. Ich bin gleich fertig, Leute.
ist er denn hin? Ach, da oben. Ach. Und das Passwort brauche ich jetzt auch noch. Ach. Ich bin ein bisschen zu schnell mit der Fernbedienung. Die schläft so ein bisschen hinterher. Gucken wir, ob es sich jetzt anmeldet. Und warten nicht, dass er dann nochmal meinen Namen zeigt oder irgendwas dergleichen. Erfolgreich. Jetzt schreibt mir nämlich Google. Muss ich erstmal bestätigen, dass ich bin. So, das werde ich dann rausschneiden. Ich bin ich. Den PIN eingeben. Prüfen. So. So. Einfügen. Jetzt sollte das okay sein. Dass er das akzeptiert. Akzeptieren. So, jetzt können wir das drehen. Habe ich hier irgendwo noch was? Ne, hier sieht man jetzt nichts mehr. Gut. Gut, 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 gut. Oh. Google Play. Ah, der Shop ist auch schon für... TV-Boxen optimiert, das finde ich saugeil. Wenn ich überlege, bei den anderen Boxen war immer der normale Shop drauf und da musstest du immer die Maus anschalten, damit du hochgekonnt ist, dann, oh, das war so nervig, das war echt doof. Also das finde ich toll, also das finde ich gut. Ja, hier können wir 7TV installieren. Gucken wir mal, wie schnell das läuft. Okay, in deinen Apps. So. Zato, Arte, Netflix haben wir hier auch. Netflix ist aktualisieren. Ne? Können wir so aktualisieren. Wird heruntergeladen. 21 MB wird mir so ja angezeigt. 100%. Aber das F von Netflix geht in das L ziemlich weit rein. So, öffnen tun wir das später. Dann haben wir auch hier Spiele. Ach, mein Wecker. Six, six Controller. Was? Ach so, das ist, die App können wir dann kaufen. Weil wir haben uns ja mit der Original Google App angemeldet. Und dann können wir den PlayStation 3 Controller mit dem Handy verbinden. Hatte ich früher mal. Ich hatte eine andere App, aber die hat auch so funktioniert. Macht sich halt jetzt gut, wenn ihr da irgendwie Spiele auf der Box spielen wollt. Dann könnt ihr da dann die App nehmen und dann habt ihr da auch einen Controller. So. Top kostenlose Apps. Na, Wavo war mit bei, das ist so klar. So, Wavo installieren. Gut, ich wollte mal testen, ob ich da drauf bleiben muss oder nicht. Das sind alle Apps, was ich jetzt nicht so brauche.
Das werde ich mal, die Original TV Now App werde ich mal testen. Aber die war damals schon scheiße, die wird jetzt nicht besser sein. Datei Explorer brauche ich jetzt nicht. Vevo, Facebook, Tunnelradio, Plex. Das Spiel kenne ich, das habe ich. Also das habe ich mir damals geholt. Habe ich auf dem Handy eine Weile gespielt. Das habe ich auch auf dem Handy. Okay, und jetzt gucken wir mal. Jetzt muss ja auch eine Suchfunktion sein. Da haben wir die Suchfunktion. Ah, da können wir so eine Sprache. Kodi. Sprich jetzt Kodi. 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 Okay. Kodi. Spreche, um in Google Play zu suchen. Okay. Kodi. Ah, jetzt um hat er angenommen. Okay. Kodi. Kodi. Ja, macht da mir ein Odin draus. Auch nicht schlecht. Kodi. Kodi. Jetzt hat er Kodi erkannt. Jetzt sucht er mir Kodi. Jetzt sagt er auch, dass es kostenlos ist. Das wollen wir natürlich installieren. Akzeptieren. Weil Android, bei den Android-TV-Boxen hat Amazon nämlich alle, wo irgendwas mit Kodi steht oder so, aus dem Sortiment rausgeschmissen. Darf man nicht mal machen, weil Kodi ja so böse ist und so. Obwohl es ja genug legale Apps ja auch gibt. Und deswegen ist das bei den meisten Boxen jetzt nicht mehr vorinstalliert. So, dann gucken wir mal, ob das Haussymbol klappt. Haussymbol klappt. YouTube schlägt uns hier ein paar Filme vor. Laien. Also das sind jetzt irgendwelche Vorschläge. Das ist auch YouTube. Wollen wir uns mal die YouTube-App noch angucken? Ich denke mal, das wird die ganz normale YouTube Android TV App sein. Willkommen. So. Ja, mal zurück. Wir sind auch gleich angemeldet. Naja, das ist so neu mit den... Ach, nicht mal schön. So, jetzt gehen wir mal einfach PlayStation 4 ein. Die Suche funktioniert sehr schnell. Jetzt werden wir mal gucken, wie es aussieht mit Sprachsuche. Odin. Odin. Also manchmal hat er so ein bisschen Probleme, dass er nicht gleich erkennt. Odin Ase. Nee. Odin Ase. Ah, jetzt. Ach, und da findet er natürlich mich, weil ich die Texte darunter geklatscht habe. Haben wir denn hier Schönes? Hier Koreaner-Videos. Sprachlos haben wir Newsartet, deswegen Klamotten. So, und dann haben wir hier das von Gamesware.at, wo ich Kodi Schnellinstallation und hier mein Fernseher. Starten wir jetzt einfach mal das von meinem Fernseher und gucken,
wie die Qualität ist. Wie startet der das nicht? Ach doch, im Hintergrund. Mit Werbung. Werbung überspringen. Qualität sieht gut aus. Auf dem großen TV. Ich muss mal gucken, ob ich jetzt gucken kann, welche Qualität hier jetzt angezeigt wird. Ja, 4K wird mir angezeigt. Sie nicht irgendwie sonst irgendwie abgreifen. Ton leider ist gut. Sonst hätte ich das anders gemacht. Wenn man jetzt nach unten drückt, haben wir die ganzen Standardeinstellungen. Also viel Werbung habe ich da aber nicht reingemacht, aber okay. Ich lasse das immer von YouTube selber einstellen. Qualität. Automatisch 1080p. Der Fernseher rendert, die Box rendert das dann garantiert noch ein bisschen hoch. Kann ich Daumen geben, hoch, runter. Ich kann abonnieren, kann ich nicht, weil es meiner ist. Hoppala. Nicht Missbrauch melden. So. Melden, Feedback, Statistik. Okay. Läuft gut. Ah, mit mehrmals klicken kommen wir auch wieder raus. Nach Film, Sendung und mehr suchen. Aha. Wiederherstellung. Irgendwas ist gerade mit Google, gerade Google Spiele und Google Filme. So. Jetzt gucken wir mal. Was wollen wir gucken für einen Film? Made of Steel, hart wie Stahl. Mit Charlie Sheen. Made of Steel. Will ich mal gucken. Da findet er so ja den Film von 1992. Dann sagt er mir so ja die Schauspieler, Charlie Sheen. Ach, der macht da auch mit, wusste ich gar nicht. Stimmt, das ist ja der Bösewicht. Und dann haben wir YouTube hier ein paar Trailer davon. Weiter nach unten geht's nicht. Schauspieler. Boah, ist ja cool. Also das gefällt mir. Was können wir da noch machen? Gucken wir mal. Game of Thrones. Also jetzt funktioniert das mit der Sprachsteuerung auch echt gut. Jetzt wird mir auch gesagt, ich kann es verfügbar im Google Play. Mehr wird mir jetzt nicht angezeigt, warum nicht? Was nimmt man da noch? Wir nehmen Elementary. Hoppala, was hat denn jetzt gestartet? Zurück. Achso, Netflix hat gestartet. Wollte ich doch gar nicht. Hab mich doch nur verdrückt. So. Was nehmen wir noch? Wir nehmen. The Walking Dead. Der TH hat er nicht genommen. So. Ah, okay. Jetzt haben wir hier was zum Lesen. Und wir können uns aussuchen, wo wir jetzt über zu Walking Dead was gucken wollen. Verfügbar YouTube, verfügbar bei Netflix, verfügbar bei Google Play. Wenn wir Google Play machen, kommen wir. Dahin. Das ist die Staffel mit Nigen. Hier können wir uns eine Staffel kaufen. 29 Euro. Einzelfolgen können wir gucken. Okay. Achso, dann springt er automatisch da wieder hin. Und bei Netflix. Achso, der hat meine Account-Daten von Netflix über Google abgerufen. So. Da haben wir jetzt Staffelfolge. Weitere Folgen. Und stehen da natürlich von Staffel 1. Bis 7.
alle zur Verfügung. Und wenn wir jetzt hier nochmal zurückgehen. Oh, die Serie ist gut, die hat jetzt eine zweite Staffel gekriegt. Ich habe noch nicht mal geschafft, die erste zu gucken. So. Und YouTube. Willkommen. Ah, dann macht da gleich ein Video an, wozu, von den Dreharbeiten von Walking Dead. So, jetzt wollen wir aber nochmal gucken. Amazon Prime. Na, Mausi? Amazon. So. Also uns wird die Amazon-App nicht angeboten. Wir haben auch hier noch Watch Ever. Das werden wir auch gleich mal nehmen. Das ist eine gute App. Kostenlos. Amazon Prime. Amazon Prime. Jetzt spinnt gerade die Spracherkennung ein bisschen rum. Ach, Google Musik hat er jetzt runtergeladen. Google Spiele ist er noch am Runterladen, deswegen. Der aktualisiert das gerade. Google Musik war nämlich nicht da. Also so läuft die jetzt echt gut. Also hätte ich, muss ich gestehen, hätte ich so in der Form jetzt auch nicht gedacht, dass die so flüssig läuft. Ich hätte eher gedacht, wieder mit Haken und dieses Standardmenü und so, aber gar nicht. Können wir denn auch hier... Aber wir können nur Sprache eingeben. Amazon. Leuchtet denn hier auch auf? Aber wir haben nicht die Möglichkeit, hier irgendwie eine Tastatur aufzumachen. Doch, jetzt. Rüberleuchten. Rüber machen. Hat er vorher nicht gemacht. Dann gehen wir mal einfach mal Amazon ein. Da Google und Amazon jetzt so ein bisschen Probleme miteinander haben. Ah, der Downloader, der ist da. Ja, Amazon. Und Amazon. Er schreibt es auch richtig, aber er zeigt uns kein Amazon an. Er zeigt uns Videos bei YouTube über Amazon an. Amazon Realität. Die Wahrheit über Amazon, 7TV. Also die Amazon-App finde ich nicht. Die ist hier wohl nicht verfügbar, so wie es aussieht. Netflix haben wir hier noch. Das haben wir ja installiert. Da müsst ihr jetzt eigentlich sagen, ist installiert. Ja, öffnen. Kostenlos im PlayStation Store ansehen. So, dann können wir jetzt öffnen. Vollständige Beschreibung, alle drum und dran. So, können wir das hier unten auch noch irgendwie anpassen? Müssen wir dann später mal gucken. Und da ist Netflix, da ist Vavo, Kodi. So, jetzt gucken wir aber mal rein bei Apps. Hier unten haben wir Apps. Ah, da zeigt er uns denn so alle Apps an, die hier installiert sind. Showbox und so. Als App-Symbole. YouTube Kids ist drauf, okay. Und wenn wir auf Einstellungen gehen,
Oh, sieht schön aus. HDMI, CEC. Schalter. Können wir an- oder ausmachen? Ich lasse mal aus. Brauchen wir jetzt nicht. Töne, Apps. Apps sind natürlich wieder Apps. Da können wir wieder System-Apps, heruntergeladene Apps und so. Können wir deinstallieren. Bildschirmschoner können wir anmachen. Anzeige automatisch. Bildschirm anpassen. Ich habe automatisch. Und hat er das auch gleich erkannt, Deep Color. Ja, lassen wir mal die 10 Bits drin. Ja. Also Bildschirmposition wollte ich noch gucken, ob er das richtig erkannt hat. Okay, nee. Also geht nicht höher als 100%. Der hat das wohl richtig erkannt. Also die Box hat richtig erkannt. Hoppala. Wie mein Speicher, wie mein Bildschirm aussieht, Speicher verwalten. Oh, 16 GB in. Das ist gut. Das ist gut. So, jetzt haben wir mal Info. Jetzt gucken wir mal hier nach. Aleppo i18. Also Gerät ist Aleppo i18. Android Version 7.1.1. Wenn wir jetzt hier mal ein paar Mal OK drücken, müsste das auch klappen, ja. Ja, hier passiert ja nichts mehr bei Nougat. Da kommen wir zurück. Kernelversion. Okay. Datum, Sprache, Tastatur. Und alles auch wirklich Deutsch. Mehr Einstellungen. Da kommen wir dann garantiert in das normale Android-Menü, genau. Also jetzt so vom ersten Feedback, also mein erstes Feedback jetzt nach dem ersten Mal benutzen, top. Es läuft schnell, es läuft flüssig, es ist alles deutsch. Nicht wie bei anderen Android-Boxen, wo man halt Sachen hat, die noch eingedeutscht werden, also müssen, weil sie da halb im Satz halb Englisch, halb Deutsch oder ein Wort steht in Englisch, ein Wort in Deutsch oder so. Oder eure Menü, dass da nicht alle Deutsch ist. Ist ja nicht. Mit der Sprachfunktion funktioniert super. Wenn ich jetzt hier Netflix starte, ich starte jetzt einfach mal so aus dem Menü Netflix, bumm, geht auf, ich bin gleich in Netflix. Die Grafik sieht auch sehr, sehr gut aus. Jetzt werden wir mal noch schnell was gucken. Jetzt bin ich mal gespannt. Also jetzt werden wir mal wirklich nach einem 4K-Inhalt meine Liste. Luke Cage und so. Black Lightning war nicht. Das war auch 4K. HDR. Hier wird mir HDR angezeigt. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich sag mal einfach fortsetzen und mach mal hier einfach den Ton leise. So, die Qualität sieht jetzt natürlich im ersten Augenblick noch nicht so gut aus. Und mein Fernseher sagt... Ja, 4K, das sagt er ja schon die ganze Zeit. Aber auch hier, so wie es aussieht, ist es wieder so. Es wird zwar angezeigt, dass es 4K ist. Ich sehe aber nicht, dass es ein 4K-Bild ist. Definitiv nicht. Es ist kein 4K-Bild. Die Grafik ist gut. Aber definitiv kein 4K. Obwohl es da steht. Haben wir dann hier noch was anderes? Audio und Untertitel. Ne, es ist definitiv kein 4K, Leute. Das nehmen wir was anderes. Nehmen wir eine andere Folge. Folgen und mehr. Achso, das ist das, wo sie auf dem Dach sind. Nehmen wir mal das da. Ich bin nämlich gerade dabei, Defenders zu gucken. Aber hier sieht es, also am Anfang sieht es wirklich gut aus.
Die Sendung enthält Produktplatzierung? Seit wann zeigt Netflix sowas an? Die Grafik sieht echt gut aus, wenn ich mir andere Android-Boxen dazu angucke, aber es ist kein richtiges 4K. Wenn ich mir... Ja. Also 4K sieht anders aus, definitiv. Aber es sieht gut aus. Es ist jetzt nicht so, dass es total grottenschlecht aussieht. Aber mit dem Weiß ein bisschen pixelig und so. Also da muss ich mal gucken, ob man da denn irgendwie das noch verändern kann, dass man die Grafik da irgendwie ein bisschen besser machen kann. Ob man da was rausholen kann, weiß ich nicht. Aber so, sie läuft schnell, man kann HD-Filme gucken, obwohl mit der weißen Tischdecke jetzt war so ein bisschen pixelig. Ich weiß jetzt nicht, ob man da noch ein bisschen was mehr dran stellen kann. Aber alleine vom Umfang, was die Box bietet, was ich jetzt am Anfang schon hatte, Schnelligkeit, alle drum und dran, bin ich echt begeistert. Also da die Android-Boxen, meine habe ich ja nach und nach verkauft, die habe damals, weil mir hat das Fire TV erreicht. Da können die sich dicke hinter anstellen. Und auch bei Kumpels, wo ich Android-TV-Boxen gesehen habe, da können die sich auch hinten anstellen. Ich finde das Menü, finde ich jetzt viel schöner als bei den alten Boxen. Viel schöner, viel aufgeräumter. Ob man jetzt unten die Apps noch anpassen kann, weiß ich nicht. Das müssen wir mal gucken, ob man das irgendwie noch machen kann. Mir rutscht mein Eisbärenfell hier runter. Das kann ich nicht versprechen, ob man das machen kann, weil da habe ich jetzt auch noch nichts gefunden, aber bei den meisten Android-Dingern ist es ja sowieso festgefahren. Nee, kann. Ich habe jetzt einfach mal versucht, wie bei mir auf dem Fernsehen. Kann ich verschieben. Ich kann ja zum Beispiel hier Netflix, gehe ich rauf. Und dann kann ich das auch löschen und kann das hier dann einfach rüber machen. Kann die Apps, die ich halt regelmäßig benutze. Nach vorne machen. Also, das geht recht gut. Jetzt gucken wir mal Wavo, weil Wavo wäre jetzt auch noch ganz interessant. Ihr könnt dann auch hier auf dem einfach gedrückt lassen. Und dann geht die, also mit App jetzt langsamer, seht ihr ja. So. Und dann drücken wir wieder Menü. Und schon haben wir uns die App so angepasst, wie wir sie haben wollen. Na, wenn das nicht mal geil ist. Also das funktioniert doch super. Da kann ich mich echt nicht beschweren. Also wirklich, also ich bin da jetzt megamäßig zufrieden, muss ich sagen. Also für meine Frau, ich habe jetzt ehrlich gesagt ein bisschen langsamer, ein bisschen bedächtiger, optisch jetzt nicht so gut, auch nicht optisch anpassbar. Da habe ich gedacht, machst du ein paar Apps drauf, sodass sie oben halt, wenn sie ihre Wohnung hat, dass sie da dann mal ein bisschen was gucken kann. Mediathek, Netflix und was weiß ich. Meine Frau... Die erkennt sowieso nicht den Unterschied zwischen 4K und Full HD. Und wenn da irgendwas läuft, dann kann sie sich auf Netflix irgendwas anmachen zum Einschlafen oder einfach mal so zum Bedudeln lassen. Und dafür ist das okay. Also. Aber dass das denn sowas ist, hätte ich jetzt nicht gedacht. Also ich habe gedacht, das ist ein bisschen primitiver, die Box, was sie überhaupt nicht ist. Also ich werde die jetzt auf jeden Fall noch weiter testen. Von mir auf jeden Fall klare Empfehlung, also die läuft richtig schnell, richtig gut. Ich werde jetzt in den nächsten Videos, werden wir mal Wavo einstellen, dann werden wir Kodi machen. Das werden wir gleich jetzt im Anschluss machen. Und dann mal gucken, wie das dann so läuft. Dann würde ich jetzt hier für den Hardware-Check erstmal Schluss machen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ich euch helfen konnte, lasst einen Daumen oben da. Wie gesagt, ein Unboxing habe ich gemacht, ein Hardware-Video, wo wir uns alles angucken, habe ich gemacht. Und jetzt werden wir zwei Videos machen, einmal Wavo und einmal Kodi. Wie wir Kodi und Wavo vernünftig einrichten, dass es dann auch vernünftig läuft. Bis dahin, haut da rein. Ahoi, sagt euer Odin.